Vor 3 Monaten, im November 2023, haben Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder verabredet, 2024 eine Bezahlkarte für Flüchtlinge einzuführen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat daraufhin eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis Ende Januar 2024 ein Modell für eine solche Bezahlkarte mit bundeseinheitlichen Mindeststandards erarbeitet hat. Die Bezahlkarte soll nun im Sommer dieses Jahres in allen 16 Bundesländern eingeführt werden, wobei sich 14 auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt haben, während Bayern und Mecklenburg-Vorpommern eigene Wege gehen wollen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Statt mit von den Kommunen ausgezahltem Bargeld sollen Geflüchtete, die im Asylantragsverfahren sind oder nur einen Duldungsstatus haben, ihre Einkäufe über eine Karte abwickeln. Das Geld soll regelmäßig von den Sozialbehörden an Banken überwiesen werden, die die Karten mit dem Guthaben aufladen. Die Ministerpräsidentenkonferenz beschreibt die Ziele so. Zitat: Mit der Einführung der Bezahlkarte senken wir den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen, unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen und bekämpfen dadurch die menschenverachtende Schlepperkriminalität. Zitat Ende. Der niedersächsische Ministerpräsident sagt dazu, Zitat: Mit einer Bezahlkarte werden Bargeldauszahlungen an Asylbewerberinnen und Bewerber weitgehend entbehrlich. Zitat Ende. Wollen Sie mehr Gewinn für Ihre Firma? Die Gewinnblitz-Fallstudie enthüllt, wie ein einfacher Ansatz einem Unternehmen zu unglaublichem Erfolg verhalf. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Die Einführung der Bezahlkarte ist also eine von vielen Maßnahmen, die zurzeit dafür sorgen, dass das Bargeld immer weiter zurückgedrängt wird. Das aber ist noch lange nicht alles. Technisch gesehen bietet die neue Karte nämlich nicht nur die Möglichkeit, Bargeldabhebungen zu unterbinden, sondern erheblich viel mehr. So wird bereits ganz offen darüber diskutiert, dass man die Karten ortsgebunden, zweckgebunden oder auch zeitlich limitiert ausgeben könnte. Ortsgebunden heißt, das Geld dürfte nur in dem Landkreis ausgegeben werden, in dem der Flüchtling gemeldet ist. Zweckgebunden bedeutet, der Flüchtling könnte das Geld nur für bestimmte Waren, zum Beispiel Lebensmittel und Kleidung, verwenden und von bestimmten Zahlungen, zum Beispiel für Alkohol und Zigaretten, ausgeschlossen werden. Zeitlich limitiert wiederum bedeutet, dass das Geld ein Ablaufdatum erhalten würde, was es dem Flüchtling unmöglich machen würde, das Geld über einen längeren Zeitraum zu sparen. All diese Eigenschaften sollten uns aufhorchen lassen, ebenso wie die enorme Geschwindigkeit, mit der das Projekt voranschreitet. Dass ein behördliches Vorhaben im November eines Jahres auf den Weg gebracht, 2 Monate später beschlossen und bereits im darauffolgenden Sommer umgesetzt wird, das ist in der Tat überaus ungewöhnlich und zeigt, dass zumindest die technologischen Voraussetzungen zur Umsetzung längst vorhanden sind. Aufschlussreich ist auch die Tatsache, dass die Bezahlkarte in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover bereits im Dezember 2023 als sogenannte Social Card eingeführt wurde, unter einem grünen Oberbürgermeister und in Zusammenarbeit mit dem Kreditkartenunternehmen Visa. Und noch etwas ist überaus interessant. Neben Flüchtlingen sollen in Hannover künftig auch Menschen, die Sozialhilfe beziehen und noch kein eigenes Konto haben, die Social Card nutzen können. All das erscheint doch sehr auffällig. Hier wird, quasi durch die Hintertür, programmierbares Geld eingeführt. Zunächst für Flüchtlinge, dann für Sozialhilfeempfänger und dann möglicherweise für Arbeitslose oder auch für Rentner.
und möglicherweise in der Form von universellem Grundeinkommen. Auffällig ist auf jeden Fall, dass die Karte genau die Eigenschaften besitzt, die zu den Kerncharakteristika von dem Geld gehören, das uns nach der Vorstellung von Regierungen und Zentralbanken in absehbarer Zeit erwartet, nämlich CBDCs, Central Bank Digital Currencies oder auf Deutsch digitales Zentralbankgeld. Nur zur Erinnerung, digitales Zentralbankgeld bedeutet, wir alle sollen nur noch ein einziges Konto haben, und zwar bei der Zentralbank. Den Geschäftsbanken wird die Kreditvergabe entzogen. Sie liegt einzig und allein bei der Zentralbank. Die wiederum gibt das Geld in programmierbarer Form heraus. Das heißt, sie kann es an zahlreiche Bedingungen knüpfen, die sie alleine festlegt. Wichtig ist dabei Folgendes zu wissen: Dieses neue Geld, das zurzeit unter Hochdruck von 130 Zentralbanken in Zusammenarbeit mit der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und dem World Economic Forum entwickelt wird, stößt bei sehr vielen Menschen auf Widerstand, da es uns alle in nie dagewesener Form dem Wohlwollen des Staates unterwirft. Ein Großversuch zur Einführung des digitalen Zentralbankgeldes im größten afrikanischen Industrieland Nigeria ist zum Beispiel gründlich gescheitert. In den USA ist die Einführung des neuen Geldes bereits Wahlkampfthema, da auch dort eine erhebliche Zahl an Bürgern es vehement ablehnt. Aus diesem Grund sind diejenigen, die dieses Projekt voranbringen, darauf angewiesen, jede denkbare Möglichkeit auszuloten, wie sich CBDCs still und heimlich in den Alltag integrieren lassen. Besonders wirksam ist dabei natürlich die folgende Methode. Man nehme ein aktuelles Thema, wie den Missbrauch staatlicher Hilfsgelder, bausche es auf und präsentiere dann eine Lösung, die gleichzeitig den Weg für die Einführung des neuen Geldes ebnet. Wichtig ist dabei, dass man den Zusammenhang zwischen beidem auf keinen Fall erwähnt. Aber das fällt aus mehreren Gründen zurzeit nicht schwer. Zum einen wird die bevorstehende Einführung von digitalem Zentralbankgeld von den Medien weitgehend ignoriert. Und für Politiker scheint sie überhaupt nicht zu existieren. Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr
das für ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.